Herzlich willkommen zum Karnevalsspezial von eurem allerliebsten Podcast, After All Unzensiert, mit dem lieben Julie. Jawohl. Mit Feuerblitz als Special Guest. Und mir, hi, ich bin Flo. Aber wo ist eigentlich Django? Wer ist das? Sag, wer ist das? Wilde Kerle. Und dafür hast du dich jetzt so gefeiert? Digga, sag mal die Stutzen. Ich dachte, du kommst jetzt als Furry oder so. So, da bin ich. Hallo. Das bin ich. Wie geht's dir? Gut, und wie geht's dir? Mit dir besser jetzt. Ach Mensch. Ja, also da habe ich jetzt tatsächlich mehr erwartet. Echt? Also so wie von du mir. Das angekündigt hast, eigentlich schon. Ja, von mir. Ich bin Halloween als Skelett gegangen von 15 Euro von Amazon. Das stimmt. Und sonst habe ich mal so einen orangenen Tracksuit angezogen und meinte, ich bin Vektorfer, nicht einfach unverbesserlich. Kennst du? Ja. Ja, ja, ich will mir auch mal mehr Mühe geben. Du gibst ja schon immer viel Mühe, ne? Ja, ich gebe mir Mühe. Aber also ich glaube, ich gebe mir auch ein bisschen zu viel Mühe. Also mittlerweile ist es ein bisschen ausgeartet. Irgendwie hieß es, du hast mir gesagt, du hast 8 Kostüme, weil ich gesagt habe, nimm ein Kostüm mit für die Folge. Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. Warum? Alter. Es also, geht doch nur 2 Tage oder 3 Tage, das Ding. Nee. Wie viele? Weil bei Fastnacht, ja. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und dann feiere ich nicht mehr. Ja, aber warum? Dann sind es ja trotzdem nicht 8. Ja, nee, aber pro Tag 2. Zwei? Alle 10. Warum gehst du nicht mal umziehen? Ja, natürlich. Einfach so mitten am Tag? Ja. Also das Ding ist, wenn ich morgens anfange zu trinken, ne, dann kann ich ab 14, 15 Uhr eh nicht mehr. Dann gehe ich nach Hause, okay, gehe was mal essen, mache einen Nap. Schlaf eine Runde und schlaf einen Nap. Beides gleichzeitig. Ja, zieh mich um und dann geht's wieder auf die Piste. Alter, ich könnte das nicht. Ich glaube, 5 Tage wäre mir zu hart. Ich drehe bei 2 Tagen jetzt schon durch. Ich glaube, ich mache nur 2, glaube ich. Vielleicht sogar nur 1, weil das wird schon zu viel. Was ist seitdem passiert? Im Sommer Splash? Hast du den Clip gesehen, wo du Felix Lobrecht gesehen hast? Ja, und ich möchte mich nochmal öffentlich entschuldigen. Wieso? Ich habe Morddrohungen bekommen. Was? Warum? Ja, weil ich so respektlos bin und ich wurde so ein bisschen, glaube ich, als Beispiel genommen, Frauen dürfen sich nicht so anstellen, wenn sie sexualisiert werden, weil Frauen machen es ja genauso. Und das ist nicht die Person, die ich sein möchte, deswegen möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber deshalb wird das genauso, wie wenn jemand sein Idol trifft einfach. Wenn Nina Schuber da ja gelaufen wäre, hätte ich genau das Gleiche gesagt. Ja. Ja, aber naja, war vielleicht nicht so cool von mir. Nee, nicht schlimm. Aber ich glaube, wenn solche Videos entstehen oder die online gehen, die rutschen dann auch genau in diese Bubble rein. Mm. Weil das genau dann alle Leute, die Felix Lobrecht hassen, schicken sich dann so gegenseitig und sagen so, guck mal. Weil davon gab es auch ein paar, dass Leute so meinten, hä, warum feiert man den und so. Davon gab es auch. Genauso wie wenn wir, als ich dieses Video raufgeladen hatte mit meinem Tesla, ist das in so Autogruppen gelandet, die alle so Diesel- und Verbrenner-Fans sind. Und dann hatte ich die ganze Zeit nur die Kommentare voll damit. Also es ist auch so ein Ding, wenn du so Videos machst, die eine Gruppe speziell abfacken, dann wird das bei denen die ganze Zeit ausgespielt. Ja, aber also ich finde Instagram finde ich noch mal krasser als so TikTok oder so. Safe. Du pettest das die ganze Zeit. Weißt du, welches das ist eigentlich? Das ist das, weißt du noch, als wir mit Benji geredet haben, Folge 22 mit Hobbyhorsing? Wir gemeint haben, da gibt's ja so Deutschmeisterschaften und so. Nee, ich wollte eigentlich an Karneval als Hobbyhorsing gehen. Dafür habe ich mir das Ding bestellt, weil ich das super witzig fand. Und dann habe ich heute halt überlegt, als was ich heute komme und dachte mir, hey komm, du hast ja noch Hobbyhorsing. Und dann hatte ich aber ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht der Mobber von irgendwelchen 10-Jährigen sein wollte. Und jetzt bin ich ein Cowgirl. Das ist kein Mobber, das ist Karneval. Ja, aber ich mach's ja, weil es witzig ist. Ja. Ja, du meinst es nicht ernst. Ja. Jetzt bin ich ein Cowgirl. Aber ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich habe letztens ein Video gesehen, dass die wilden Kerle wir alle ein bisschen anders in Erinnerung hatten als damals. Wann hast du die zuletzt geguckt, die Filme? Lange her. Kannst du dich noch daran erinnern, dass da auf einmal so Vampire und so einmal vorbei waren. Ja, ganz und man weird, vergisst ne? das, weil ich hatte so ein Video Zusammenfassung gesehen. Das ist so absurd komisch, was da eigentlich vorgefallen ist alles. Du hattest ja Vampire, dann gab es so eine Gruppe, die wollten Vanessa von den Jungs klauen. Und dann hat auf einmal so 11-Jährige durften gegen die deutsche Nationalmannschaft spielen und wir haben das einfach nicht hinterfragt. Ach, 11-Jährige. Und die deutsche Nationalmannschaft kommt einfach auf den Bolzplatz von denen. So. Und wir so, Alter, krass. Aber wir haben es einfach so hingenommen. Ja, ja, da hat man nicht hinterfragt. Und die wurden dann von Riesen angegriffen. Metallriesen, weißt du noch? So beim zweiten, beim Ende, werden die von Metallriesen angegriffen. Und, Digga, das ist so viel, dass wir einfach vergessen haben. Wir haben das nur ausgeblendet. Ich habe auch nur im Kopf, dass die halt Fußball spielen. Die sind auch mit Karts durch Stadt und so gefahren und sowas. Und dann hatten die auf einmal Motorräder und dann ging es ja noch weiter. Dann aber geil. So, sind auch die wilden Kerle. Die dann haben die um Leben und Tod gespielt und so. Aber es ist cool gewesen. Ich habe das echt gefühlt früher. Ja.
auch jedes Mal, wenn ich jemanden auf dem Fahrrad sehe mit so einem Schnuff zu dicken Reifen, da bin ich auch immer so, ach, wilde Kerle. Eine Frage, ist das für mich? Ja, eigentlich schon, weil es hat mir nicht geschmeckt. Ja, weil du hast deins da, er hat auch und ich dachte halt so. Aber stell die eine Dose mal immer gerne rechts hin bei dir, weil wegen Fokus wieder haben wir das. Okay. Dann würde ich einmal mit euch anstoßen auf Karneval 2024. Sieht aus, als würde ich, sieht aus, als sitze ich richtig nah von euch, jetzt so 3 Meter entfernt. Ja. Mm. Ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, ich trinke vor Karneval nicht mehr. Hat super geklappt, Flo. Ja. Aber wir sind, also wir sind jetzt halt, ja, obviously sind wir in Köln jetzt gerade, wir sind heute angekommen, heute ist Mittwoch, morgen geht Karneval los und ich glaube, wir sind in einem Airbnb gelandet, hier werden oft Pornos gedreht. Ja. Das ist das, wir können ein Video einblenden von dieser Location, das ist das komisch eingerichtete Airbnb, wo ich jemals drin war. Ist alles so lila und rot, mit so ganz komischer Tapete, aber auch keine, nichts ist verziert und keine Gemälde, ist einfach so lasch. So ein richtig schlechtes Hotelzimmer irgendwie. Ich dachte, du sagst jetzt so blindes Video ein, wie hier ein Porno gedreht wurde. Ey, man, so, ich wenn, hab da noch einen. Wir, ihr seid viele da draußen. Wenn ihr eins findet, das genau hier gedreht wurde. Den Link oben rein. Stell dir vor, Egon hat hier gedreht. Alter. Sie kannte das nicht. Kennst du Egon Kreuz? Nein. Das ist dieses, ich hab doch vorhin dieses wenn ich so Sachen ausgepackt hab, gesagt. Ja. Das ist ein Filmdarsteller, der Erwachsenenfilme dreht. Mhm. Und der geht halt irgendwie auf TikTok gerade ab. Soll ich dir mal was zeigen von ihm? Auf jeden Fall, der ist sehr alt, aber der irgendwie aus irgendeinem Grund geht der gerade ab auf TikTok. Gut für ihn. Und der will dann nicht kann man das sagen? Wir haben ihn gefragt, ob er Podcast kommen will. Ich habe über ein paar Quellen, dann hat mir einer geschrieben, der mit ihm geschrieben hat, so, geh da rein im Podcast, es ist lustig. Und dann meinte Egon, auf den habe ich ja gar keinen Bock auf den Podcast. Das habe ich in der Privaten-Story gemacht. Was haben wir gemacht? Vor allem, ich wollte dann halt den Tee wissen. Und dann habe ich den nämlich bei Instagram gegoogelt, habe den Namen eingegeben und dann kam aber nur so private Accounts. Ja, ja. Und dann war ich so, hä, wer ist das denn? Der hat so 600 Follower. Ich war so, wer ist das? Ja, nee, der hat mittlerweile, glaube ich, 100.000. Ja. Das ist krank unterwegs. Aber nee, das ist halt voll schade, weil wir hätten richtig gerne dabei gehabt. Es wäre witzig geworden. Aber leider habe ich ja jetzt voll den versauten Suchverlauf. Ja, das kann sein. Dein Algorithmus wird komisch sein. Hoppala. Morgen ist ja der erste Karnevalstag, ne? Mhm. Wir gehen zuerst zu Shady, da kommst du mit, ne? Ja, also ich bin davor noch auf dem Geburtstag, aber dann komme ich auch. Was machen wir danach, weil es regnet? Und ich Flamingo. Aber geht man da direkt nach um 15 Uhr hin, oder was? Ja, ich denke mal. Also ich bin mal gespannt, ob ich morgen die Motivation habe, nochmal nach Hause zu fahren. Weil ab einer gewissen Uhrzeit fahren die Bahnen nicht mehr. Und ist halt dann die Frage, ob ich dann wieder in die Innenstadt komme. Deswegen muss ich dann wahrscheinlich morgen in einem Kostüm den Tag überstehen. Welches ziehst du an morgen? Eisbär. Ja. Ja. Ach, das habe ich glaube gesehen. Nimm doch dein Kostüm mit, lass es hier bei uns und dann ziehst du dich hier einmal um. Kannst du auch machen. Du willst mich nur in diesem Bad beobachten. Wir haben ein ganz komisches Bad. Ich will hier was reden mit dir. Ja. Ja, das Bad ist, da kann man reingucken. Ich finde das nicht schlimm. Also, ich weiß nicht, wer sich das gedacht hat, eine Badtür aus Glas zu machen. Das macht doch keinen Sinn. Ja, es ist ja auch nicht mal so ein verschwommenes Glas, es ist einfach halt nur Glas. Es ja. Ist einfach ein Fenster. Bisschen schade. Ja, genau. Und dann danach Flamingo. Das wird ehrenlos. Was hast du jetzt wirklich seit 6 Monaten, haben wir dich mal mit dir aufgenommen? Ich dachte, wir machen es nach einem Jahr wieder. Was ist jetzt passiert die letzten 6 Monate? Was hast du gemacht? Das wollte ich auch fragen. Hattest du schon, kann man das sagen? Ich weiß gar nicht, wenn, dann nehmen wir raus. Hattest du damals schon einen Freund? Ja. Kann man sich dran erinnern? Immer noch, oder? Ja. Sehr gut. Ja. Immer noch derselbe. Okay. Ja, tatsächlich. Und gut. Ja. Und läuft alles. Ja, also damals, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, war gerade so Anfangsphase. Ja. Ja, aber ich habe immer noch Schmetterlinge. Das ist schön. Das ist süß. Toll. Ja. Und sonst? Ja, ich studiere ja noch nebenbei. Die Katzen. Ja, die Katzen, die sind jetzt offiziell über ein Jahr bei mir. Und sie leben noch. Die, ey, ja. Ich gucke ihre Story so liebend gerne mit den Katzen jedes Mal, Digga. Ich denke mir auch, wirklich, wenn ich ihre Story sehe, denke ich mir, Katzen wären schon echt eine Bereicherung für mein Leben. Don't do it. Was? Ich hatte jetzt locker schon 3-4 Influencer in meinen DMs, die so waren, Flo, woher hast du deine Katzen? Was braucht man für Katzen? Ja. Ich sag's jedes Mal aufs Neue, don't do it. Warum? Weil es dich unfassbar viel mehr einschränkt, als man halt am Anfang denkt. Man denkt sich halt so, ach, so oft bin ich doch gar nicht weg. Ja, und dann habe ich ja den und den, der auf die Katzen aufpassen kann. Und ja, das also kriegst du 1-2 Mal hin, aber es ist halt scheiße. Also es schränkt dich halt unnormal ein. Spontan und sein ist schwierig, ne? Ja, auf jeden Fall, auf krass. Jeden Fall. Ja, aber also ich sag so, die geben auch viel zurück. Ja, also das ist meine Lebensaufgabe. Ich bin so eine Mutti und ich hasse Kinder. Und also ich bin Mutter schon immer meine Freunde und jetzt habe ich wirklich so Kinder, die aber nicht meine Kinder sind. Und ja, stimmt. Mir gibt das so viel, ich weiß nicht, ich bin dafür geboren. Ich mache das mit Liebe. Kannst du mich auch adoptieren? Nein, du machst so viel Kopfschmerzen. Du musst mich erziehen dann. bei dir, auf dich höre ich dann. Ja, okay. Aber was machen wir morgen so?
wenn das wirklich regnet. Als wenn, sie, drin. Als wenn sie so die Leiterin von den ganzen Tag morgen ist. Und du fragst sie die ganze Zeit so, was machen wir morgen? Sie hat 11 Kostüme, ich muss mich an jemanden wenden. Ich habe keinen Plan, was wir machen. Wenn sie hier Köln regiert. Aber Thema Mutti, ich bin dann halt auch die Mutti. Ich bin immer die Reiseleiterin. Ja. Ich habe auch immer für alle Essen dabei. Echt? Also, wenn ich jetzt, morgen was zu essen. Wenn ich jetzt morgen nicht weiß, was ich machen soll, rufe ich zuerst Shady an, dann rufe ich Lisa Küppers an und dann rufe ich Flo an. Was soll ich sonst machen? Die Präsidentin von Köln. Den gehört das alles hier. Den gehört dem Bums. Krass. Ja, also ich glaube, ich will in den nächsten 5 Tagen auch wirklich nicht in Shadys Haut stecken. Weil ich glaube, er ist wirklich für jede einzelne Person in Köln die erste Ansprechperson. Das kann gut sein. Also ich glaube, der hat richtig Stress an Karneval. Ich glaube, da kannst du gar nicht so richtig abschalten. Also bockt er sich auch immer selber ein. Jetzt hat er da ja auch so... Das stimmt. Lenz und so, ja. Aber es ist für ihn vielleicht auch einfacher, weil dann kannst du einfach alle gebündelt an einen Ort schicken. Der liebt das ja auch, wenn er alle seine Leute bei sich hat. Ja. Und das ist cool. Also wenn er das jetzt nicht machen würde, wären wir wahrscheinlich morgen nicht alle, würden es nicht hinkriegen, alle an einem Ort zu sein. Safe. Gar keinen Fall. Safe. Wir hatten heute auf der langen Autofahrt hierhin kurz eine Unterhaltung darüber, dass etwas geleakt wurde im Internet. Und ich habe dich vorhin gefragt, welche amerikanischen Stars du verfolgst, ne? Sag mal, Oh mein Gott, redet ihr von Julia Ernst? Genau, das ist es. Echt jetzt? Hast du es auch gesehen? Hast du es gesehen? Verarschst du mich gerade? Ja, was sag? Dass die in ihren eigenen Reddit-Hate-Foren über sich selber gehatet hat und dass sie so die Nacktbilder von Vinny Hecker da gedroppt hat und so. Ich weiß nicht, von wem wir reden gerade. Julia Ernst, das ist eine Deutsche, glaube ich, aber die ist so im amerikanischen Influencer-YouTuber-Ding. Okay. Nee, viel cooler, so 5 Stufen cooler, glaube ich. Oh, okay. Aber ist bestimmt auch cool. Ja, ist bestimmt auch sehr, sehr cool. Was gab's denn bei ihr? Die hatet sich selber in Reddit-Form? Ja, also es gibt irgendwie so, ich kenne mich mit Reddit und so nicht aus, aber irgendwie gibt's da so Gruppen oder sowas, wo sich Leute halt einfach nur darüber unterhalten, wen sie halt gerade hassen. Ja, und modernes Facebook-Gruppen. Ja, genau. Und da wurde ein Screenshot reingeschickt von ihrem Instagram-Profil und dann hat die Person halt irgend so ein Hate drunter geschrieben. Und dann hat man aber gesehen, du kannst ja, warte, ich muss euch das kurz zeigen. Okay. Wenn du auf deinen eigenen Instagram-Account gehst, dann stehen ja immer so Insights und Beitrag bewerben. Und das steht ja aber nur bei deinen eigenen Bildern. Ja, und die hat das halt in diese Gruppe geschickt. Und dann kam halt raus, dass hinter dem Account ja eigentlich sie steckt. Und dann haben die Leute halt mal nachgelesen, was sie da alles so in diesen Gruppen schreibt. Warum? Und die hatet sich da die ganze Zeit selber. Hä? Was macht das Sinn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie einfach den Tee mag oder wissen will, was da abgeht. Aber die hat da richtig rausgehauen. Und das ist ungesund. Ich weiß nicht, ob das die Freundin von dem Vinny Hecker ist oder ob die nur was haben. Auf jeden Fall hat sie dann so geleakt, dass er so Tinder während der Beziehung hat und dass seine Nacktbilder und sowas. Das ist so ein Kindergarten. Und dann hat sie in ihrer Story gepostet, sie wurde von irgendwelchen Hackern gehackt, ob jemand mal einen Tipp hätte und sowas. Und dann hat sie so Screenshots gepostet, die so obvious bearbeitet sind. Und es ist ganz komisch. Nee, damit haben wir leider nichts am Hut, Leute. Viel cooler. Ja, viel, viel cooler, Flo. Das war so uncool gerade. Von Gegensatz zu dem, was ich. Nein, ich meine, im Gegensatz zu der Person, von der ich rede. Okay. Drake hat seinen Penis geleakt. Hast du das gesehen? Nee. Der war so krank. Einfach so ein Video auf Twitter, das ging rum. Und das wird noch besser. Das ist nicht nur einfach, der hat nicht nur einfach einen Penis geleakt. Der hat da eine fucking Anaconda geleakt. Alter. Ich hab noch nie sowas gesehen. Ich schwöre, das ist good for him. Ich habe schon Costa-Schwanz gesehen, aber. Er liegt anscheinend, also in dem Video liegt er so auf seinem Bett. Und vor dem Bett ist so ein Spiegel, das heißt, man sieht ihn so selber. Und er schwingt halt einfach einmal so seinen Jarak rum. Willst du es sehen? Eigentlich muss ich es sehen. Also, wir blenden es jetzt nicht ein. Wir machen einen Link oben rein, damit ihr auf Twitter. Nein, wir blenden gar nichts ein. Ihr könnt es einfach suchen im Internet. Ihr findet das, wenn ihr es wollt, Leute. Aber wenn ihr auch. Das ist echt krass. Und der kriegt jetzt natürlich irgendwie positiven Shitstorm, weil alle sagen, Maschallah. Schön. Krass, ne? Ist das nicht auch der immer so... Och, du bist so... Das ist gut, warte. Warte, guck nochmal. Krass, ne? Das sieht aus wie eine Prothese. Alter, so ein Unterarm. Wie findest du das? Schmerzhaft. Ja, ne? Also ab irgendwann ist es auch nicht mehr schön. Ja, klein, ne? Also klein, cooler, ne? Auf jeden Fall ist Drake jetzt super reich und hat einen riesen Jarak. Er hat gewonnen einfach. Ja. Genau das Gegenteil bei mir, ey. Das ist super broke und super klein. Alles scheiße. So wild. Ja, aber war Drake nicht der immer so Chili in die Kondome macht, damit sein Sperma nicht geklaut werden kann? Das war auch mal ein Skandal, der war interessant. Da ist Folgendes passiert, der hat, wenn er mit Frauen geschlafen hat und ein Kondom benutzt hat, hat er in dieses Kondom Tabasco oder Hot Sauce oder so getan. Weil es gibt in Amerika anscheinend wirklich so verrückte Frauen, dass die
dieses Kondom genommen haben und sich sozusagen wieder selber initiiert haben, um halt schwanger zu werden von Drake. Weil, obviously, sind da ein paar finanzielle Vorteile. Und dann hat die das gemacht, hat sich übelsten Infekt geholt, verbrannt, Schmerzen des Todes und hat ihn einfach angezeigt. Also sie hat ihn angezeigt, weil sie das Kondom, benutzte Kondom aus dem Mülleimer geholt hat und sich selber initiiert hat. Hat sie gewonnen? Nee. Aber das ist halt Amerika einfach, in, ganz kurz erklärt. Ganz krass, ganz krass. Andere Welt. Ich habe die ganze Angst, dass meine Kostüm ist irgendwie zu klein geraten, dass man die ganze Zeit mein Jahr sieht. Schneide es einfach so, dass es ab hier erst losgeht. Danke. Boah, ich muss es abnehmen, Alter. Ich habe kein Blut mehr im Kopf. Du hast die ganze Autofahrt nur gepennt, hauptsächlich. Das ist schon viel. Und das war komisch, weil du hast so gepennt, dass du hast nicht richtig angelehnt. Das heißt, dein Kopf ist die ganze Zeit gegen die Fensterscheibe geklatscht, weil bei jedem Buckel. Hat das jetzt Spuren hinterlassen? Nee, das hat mir das Blut gerade ein bisschen abgeklemmt. Scheiße. Junge. Wegen Stirnband. Aber was steht noch so an die nächsten, was steht dieses Jahr bei dir an? Hast du irgendwas, was du so sagen kannst, das steht an oder irgendwas, wo du bist? Weißt du schon, irgendein Urlaubsziel? Ich fahre nächsten Monat, nee, ich fahre erstmal nach Karneval, fahre ich erstmal für 3 Tage nach London. Habe ich meiner besten Freundin zum Geburtstag geschenkt. Wir gehen zu ABBA. Total toll. Zu wem? Zu einer Bar? Zu ABBA. ABBA, oh, cool. Es gibt so eine Hologrammshow in London, es ist praktisch wie ein Konzert von ABBA und alle singen und tanzen da. Aber die sind nicht mal da. Nee, aber ist geil. Wie viel kostet das? Viel zu viel. Ich finde, also einfach für eine. Boah, ich will jetzt lügen, wenn ich es genau wüsste, ich glaube so um die 200 Pfund. Du zahlst 200 Pfund, um die virtuell zu sehen. Boah, ich glaube ja. Ich will, oder es war zusammen, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ist das nicht. Aber es war teuer, es war richtig teuer. Wo ist denn der Unterschied, ob du es auf YouTube guckst oder in so einer Halle? Ja, ich kann da mit anderen ABBA-Fans tanzen. Ich glaube, es ist ein cooler Vibe, die machen das, ja, glaube ich, schon gut. Das ist einfach wie ein riesengroßer Club. Ist total geil. Würdest du dir dann auch die, wie heißt die, Google, Apple Vision Pro? Würdest du die holen? Hast du gesehen, die Videos? Da habe ich heute noch drüber nachgedacht. Ich will mir das aber nicht holen, weil ich glaube, wenn ich damit einmal anfange, will ich die nicht mehr absetzen. Ich bin da ganz schlimm. Also, ich bin so ein Suchtmensch. Wenn ich irgendwas anfange, dann ziehe ich durch. Thema Karneval. Also, ich kann nicht ein Kostüm haben, ich brauche 10. So, und ich glaube, wenn ich einmal mir so eine Brille hole, ich will dann die neueste, ich will das jetzt, ich will das, ich will das. Und ich kann es gar nicht erst anfangen. Wird es immer dunkler? Ja. Gerade ein Stück dunkler geworden, ne? Ja, aber übel geil. Aber wie teuer ist denn die? Die kann man hier noch nicht kaufen, die kostet jetzt gerade 3.600 Dollar. Nur die Standardversion, dann machst du ja mal, ja, ich will noch mehr Gigabyte und ich will noch das. Aber ich glaube, wenn sie da ist, würde ich mir die holen. Ich finde das so krass, Alter. Du kannst da im Porno gucken, du kannst da im Porno, nein, Spaß. Aber du kannst, das ist halt wirklich krass. Kannst ja auch so tippen, ne? Ja, genau, so, du machst die ganze Zeit so. Also ich glaube, das wäre schon krass, besonders wirklich für mich, weil ich so Videos schneide und ich kann da meine einen Ordner lassen und dann kann ich von da Sachen reinziehen, schneiden, dann kann ich währenddessen hier was laufen lassen. Es ist schon wirklich, also effizient. Ich glaube, es kann helfen, wenn man es richtig benutzt, aber so wie wir uns kennen, werden wir das ungesund benutzen und deswegen hole ich sie mir erstmal nicht. Wenn sie da ist, ich gehe mal App Store, ich probiere mal, so die anzuprobieren, was man da so machen könnte. Das bei ihm macht Sinn, das mit Schneiden kann man sich vorstellen. Aber stell dir jetzt mal vor, so wie wir sind, dann chillen wir an einem Samstagabend. Wir haben da Netflix an. Vorhin haben wir noch ein YouTube-Video am Laufen. Da haben wir Hungriger Hugo. Da haben wir noch Clash of Clans an. Da ist der Insta-Feed, den ich mir angucken kann. Da ist Snapchat. Voll geil. Und da nochmal irgendwie Threads oder so. So ein Minecraft-Video, damit man sich konzentrieren kann. Ja, und irgendwie ein kleines GTA-Gameplay oben rechts noch. Und das ist halt, so stelle ich mir das halt vor, wird das halt ein Missbrauch dann. Und das ist dann, glaube ich, richtig ungesund. Ich habe auch einen Kommentar gelesen, wo halt unter so einem Video, wie das halt so ein Typ so ausprobiert hat, der ist so durch seine Wohnung gelaufen, hat halt so gesehen, wo, also gezeigt, wo man das alles benutzen kann, hat einer drunter geschrieben, ja, aber ich sehe gerade nicht, welchen Nutzen es mir gerade erleichtert oder was es mir in meinem Alltag erleichtert. Und das war jetzt gerade das erste Mal, dass ich da wirklich gedacht habe, oh ja, das kann ja helfen, hilfreich sein. Ja. Beim Schneiden kann ich mir vorstellen, was sonst. Ja, also Video-Editing auch, das ist schon, also die Farben, das ist echt. Die Pixel, die da drin sind, sind sehr, sehr, sehr krass. Das gab es noch nicht, noch bei keiner. Wenn du so für so wirklich Video-Editor und Fotobearbeiter Leute, ist es echt gut. Kann man damit dann auch so spielen? Also ja, ja, klar. Kannst auch so wie Games talk natürlich. Aber das stelle ich mir halt so am coolsten vor, I guess, wenn du so PlayStation zockst und du brauchst keinen Bildschirm mehr, zockst du mit den Gläsern. Aber wie bequem sind die auch noch nach Stunde, weißt du? Ja, weißt du, das Geilste ist, du kannst damit FaceTime und der hat ja so 12 Kameras und der entwickelt dann so einen halben Avatar, also so die Augen und der Mund bewegt sich und der Rest ist irgendwie so, dann nimmst du so wie so ein Bitmoji, aber irgendwie aber dann auch halb dein Gesicht so. Das ist so spooky. Ja, das kreiert er und dann kannst du halt FaceTime wirklich mit welchen, hast halt so dann FaceTime da rechts mit einem, links und du hast das nur auf, du musst nichts in der Hand halten, kannst die ganze Zeit FaceTime mit jemandem und kannst weitermachen, kannst währenddessen halt noch arbeiten und sowas, aber FaceTime, es ist schon cool, musst du nicht irgendwas in der Hand halten oder immer gucken, dass
Das klingt so utopisch. Ja, schon verrückt. Es ist schon weird. Auf einmal ist es da. Das ist die Zukunft, Leute. Aber in Amerika ist es einfach jetzt schon da. Und das sieht wirklich auch meine Fullpage ist nur voll damit. Ich drücke die immer weg, weil ich es nicht mehr sehen kann. Oh Mann. Und wir saufen uns jeden Tag einen rein stattdessen. Geil, Karneval. Wenn dann bei Karneval. Ich liebe saufen. Mhm. Flo, ich du hast auch. Gesagt, du hast eine Fragerunde gemacht. Ich bin heiß drauf. Ja, ich habe in meiner Insta-Story Beruhig dich. Ich habe in meiner Insta-Story nach Fragen für den Podcast gefragt. Mhm. Und da kamen ganz, ganz viele. Und da kamen tatsächlich auch sehr, sehr coole. Also nicht so typische, was ist dein Lieblingskostüm? Sondern coole. Das ist neu. Ja, das sind die Fragen. Aber ich bin ja vorbereitet. Ich habe auch ein paar gescreenshotet. Oh, Macher. Ja. Sollen wir anfangen mit Nummer 1? Yes. Die Frage fand ich tatsächlich sehr, sehr cool für den Podcast. Von der lieben Elif-C93. Liebe Karneval, aber trinke kein Alk. Wie kann ich nicht auffallen, dass ich nicht trinke? Dass ich nichts trinke? Strong. Finde ich gut, oder? Mach. Frag mal, ob sie Drogen nimmt. Natürlich, ein ganz großer Spaß. Ich bin ja auch nicht mehr so, ich meinte ja gerade, ich liebe Saufen. Ich bin auch nicht mehr so, dass ich mich im Club komplett tot saufe. Ich weiß nicht, wie das auch war. Ich meine einfach so, dass es mir Spaß macht, so 2, 3 Drinks, vielleicht mal 4. Aber jetzt nicht irgendwie, ich trinke 10 Wodka-O an einem Abend. Und manchmal mache ich mir dann einfach nur eine leichte Mischung. Oder ich trinke manchmal auch einfach mal so, inzwischen das Game Changer, einfach mal ein Glas Wasser. Aber Alter, da kommst du jetzt drauf. Ja, gucken viele blöd. Nee, oder einfach nur Orangensaft. Das checkt ja dann keiner so. Ja. Halt beim Wasser würde alle zu blöd. So, und das ist Skinny Bitch. Ja, und beim Orangensaft ist halt so, okay, der trinkt Wodka wahrscheinlich immer noch. Mhm. Und trinkt einfach mal so 1, 2 Orangensaft untereinander in einer Stunde. Und dann ist cool, dann hinterfragt das keiner. So. Ja. Also ich finde es auch wichtig zu sagen, Karneval heißt ja nicht, du musst Alkohol trinken. Der war gut. Nee, aber es ist halt, ich würde sagen, du kannst, damit du nicht auffällst, mach einfach den dummen Scheiß mit, den die Betrunkenen auch manchmal machen. So dieses random Tanzen, mit Leuten quatschen, die jetzt auch betrunken sind. Zwischen Autos pinkeln. Fetten Döner fressen einfach ab und ran. So, klassischer Mittwoch. Das ist einfach dieses, alle, wenn die betrunken sind, fallen so die Hemmschwelle. Bei dir auch, bei dir selber soll ein bisschen die Hemmschwelle fallen. Nicht, dass du jetzt dumme Sachen machst, sondern einfach, dass du einfach Spaß hast. Ja. Also lächerlichen, dummen Spaß haben einfach. Ja. Und ich fand den Tipp gerade ganz gut mit so Osa, weil alle haben ja irgendwie dann so, keine Ahnung, so Geroldsteiner Flaschen in der Hand, wo irgendeine Mische drin ist. Ja, dann mach dir da einfach Orangensaft rein, wenn du nicht willst, dass die Leute dich andauernd fragen. Vor allem, weil ich glaube, wenn die Leute checken, dass du keinen Alkohol trinkst, dann haben sie so im ersten Moment dieses, ja komm, einer. Ja, ja. Oder ja komm. Und ja, ja. Um das zu umgehen, würde ich einfach wirklich irgendwas trinken, was halt aussieht wie Alkohol, aber kein Alkohol ist. Und wir müssen auch besonders aufpassen, weil mir werden sehr oft Getränke angeboten von Leuten. Und ich, Idiot, nehme es immer an. Aber lass es nicht K.O. drauf und lass es gar nicht sein. Der hat da reingespuckt oder so, der mag dich nicht oder, oder sonst irgendwas. Oder wie bei Finch, du hast Pisse im Glas. Ja. Finch hat Pisse getrunken, mehrfach. Der hat sich von so einem Tablett, wo so ein Kellner vorbeigelaufen, während seiner Show hat er sich genommen, getrunken und das war Pisse. Der hat Pisse getrunken. Woran hat er das erkannt? Der hat das geschmeckt. Er meinte, hat das so erklärt. Ich weiß nicht, wie Pisse schmeckt, aber ich weiß, wie Pisse schmeckt, wenn du sie im Mund hast. So. Krass, ne? Oh, unangenehm. Würdest du deine eigene Pisse für 25.000 Euro trinken? Ja. So ein Glas? Ja. So ein Glas? Ja. Ich bin Influencer für Geld. 25.000 Euro? Ja, doch. Es gibt nämlich sogar solche Theorien, dass wenn man sein eigenes Urin trinkt, dass es gesund sein soll. Ja, ja. Ich kenne auch so Leute, die so krass Neurodermitis haben. Denen wird geraten, die sollen da drin baden. Digga, was? Ja, weil das so voll gut für die Haut sein soll. Ich nehme lieber Aloe Vera. Also wer richtig klare Haut hat, lässt sich anpinkeln. Du hast gute Haut. Das ist alle. Das ist so ein Statement an alle draußen. Du hast richtig gute Haut. Richtig, richtig, richtig gute Haut. Alle, die klare Haut haben, lassen sich anpinkeln. Nehmen wir so mit. Ja, fand ich eine gute Frage. Ja, coole Frage. Ja, Elif, Grüße gehen raus. Ja. Oh, das fand ich auch witzig. Thema Kostüme. Mhm. Danke an Finja.bonnes. In welchem Kostüm würden dich Julie und Django gerne sehen? Beziehungsweise bestes Kostüm für Mädels. Also worin würdet ihr mich an Karneval gerne sehen? Ich finde es sexy als Cheerleaderin. Das ist ein gutes Gruppenkostüm. Ich glaube, es ist eine Superheldin. Und zwar, du bist schon mal Catwoman gegangen, ne? Ja. Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Batman war ich auch letztes Jahr. Catwoman oder Captain Marvel finde ich, glaube ich, cool. Habe ich beides nicht. Von Sophie-BRDF. Hey, Sternchen-Emoji. Was sind deine Tipps, um alle Tage durchzuhalten? Oder Flo, du bist hier 5 Tage. Was sind deine Tipps? Stimmt, ihr seid ja nur 2 da. Ja. Weil ich schaff's nicht 5 Tage. Folgender Tipp: Ich habe heute nämlich schon 4 Liter Linsensuppe gekocht. Was? Ja.
Ich bringe auch morgen einen super Mittag, werde ich aber sicher sein. So im Flamingo to go. Ja, nee, ich mache das in so eine Flasche anstatt, rein, dann gibt's Linsensuppe. Anstatt, dass du viel Wasser trinkst, trägt sie ab und zu eine Linsensuppe. Ja. Das ist echt gut. Ja, nee, also ich bin ja generell so eine Mutti. Ich habe immer morgens irgendwas, also ich esse kein Frühstück an Karneval. Ich esse halt direkt eine Mahlzeit, einfach, dass ich was im Bauch habe. Stark. Dann, was ich immer an Karneval dabei habe, Bananen und Kornis, Milchbrötchen, Schokobrötchen, irgendwie sowas, einfach immer um zwischendurch. Und was ich auch immer in meiner Handtasche habe, ist Elektrolyte für mein Zwischenwasser. Ja. Weil abends vergesse ich das und morgens habe ich da keinen Bock drauf, deswegen trinke ich das zwischendurch. Ich habe auch richtig viel Elotrans mitgenommen. Mhm. Sehr geil. Aber das finde ich eklig, das schmeckt nicht. Nächste Frage, Thema Orte an Karneval. Dixi-Klo. Oder was für Orte meinst du? Clubtoilette im Flamingo. Oder was für Orte meinst du? Ach so, was war dann die Frage? Ach so. Die Frage war, wie sehr hast ihr den Zülpi an Karneval an einer Skala von 1 bis 10, bei mir ist es nur solide 9, hat geschrieben die liebe Dilan DN. Wisst ihr, was der Zülpi ist? Ich glaube schon, aber ich kann diese Orte nicht mehr unterscheiden. Ist das der, wo die Absperrung anfängt? Ja. Wieso hassen? Weil der... Der Zülpi ist unglaublich überfüllt, unglaublich asozial und das sind wirklich so, da gehst du hin, wenn du noch nicht alt genug für einen Club bist, aber auch, wenn du alt genug bist, kommst du auch nicht in den Club rein. Wisst ihr, wie ich meine? Ich check auch nicht die Absperrung da, weil als letztes mit Fiontime da waren, mit dem haben wir ja letztes Jahr die Karnevalfolge, oder vorletztes Jahr schon, vorletztes Jahr die Karnevalfolge aufgenommen, sind wir da hingegangen und dann sagen die so, hier kommt keiner mehr rein. Und dann sagt der Türsteher so, bist du nicht Finn? Ja, und ich hab, dann sagt er so, ja, und ich hab einen Tisch im, wie heißt der das Club? Ding? In das Ding. Also, ja, okay, dann geht durch. Also, diese Absperrung funktioniert also, gar nicht. Ja, wir sind jedes Mal ganz gut durchgekommen. Irgendwie, es gab immer so kleine Tricks. Aber an sich ist es schon super, super nervig da. Irgendwie, ihr müsst da rum und der schickt dich wieder da und dann ist da auch so. Super nervig, da hast du recht. Am 11.11. haben die Dinger ja so eingerannt dann irgendwann, ja, ne? Was? Ja, total Wahnsinn. Krank. Und ich habe auch gelesen, dass nach Karneval wurde einer von den Türstehern verhaftet, weil er sich halt bezahlen lassen hat oder hat halt die Leute reingelassen. Ja, jo, stimmt. aber der macht auch fett viel Cash, Alter. Auch so Hausbesitzer, die da wohnen, die dürfen da ja hin. Ja. Die haben irgendwie so dann Geld kassiert, damit die dann sagen, falls du sagst, ja, der gehört zur Familie oder irgendwie so. Voll krass. Geil. Okay, und darauf aufbauend war nämlich die Frage, wo kann man gut feiern gehen an Karneval? Schreibt die liebe Joanne.zns. Alles, was Shady sagt und was Flo sagt. Also, dafür werden mich viele hassen, aber ich finde das Ding super. Ich war da einmal drin. Stimmt, es war witzig letztes Mal. Ich finde es so lustig, ein bisschen... Das war nur, ich finde es cool. Es war nur blöd, ich bin nicht lange da geblieben, weil einer hat mich zu einem Kranz trinken herausgefordert. Geil. Dann habe ich einen Kranz getrunken. Das macht man ja in 15 Minuten, muss man das machen oder so. Und nach 9 Minuten habe ich da 8 Bier getrunken und das ist halt in 8 Minuten, dann war ich total schade, dann muss ich nach Hause. Aber mit 26 sollte man doch schon eine gewisse Selbstkontrolle haben zu wissen und eine Selbsteinschätzung, dass man weiß, dass man, wenn man jetzt 8 Bier trinkt, also ich wüsste, dass ich nach 5 Bier da liegen würde, nicht vielleicht, also einfach, weil mein Körper das nicht mitmacht, mein kleiner Körper mit meinem kleinen Pimmel, aber so, wie kannst du denn mit 26 Jahren, du bist jetzt 27 bald, Julie, wie kannst du das denn nicht? Junge. Du bist so dumm, Julie, so Modus dumm. War man, das war Karneval-Modus, da war man gut drauf. Was, in welchem, das war um 2 Uhr nachts. Warst du eventuell im Shady-Modus? Kann sein. Aber nee, das war einfach, keine Ahnung, das war so, wir waren da wirklich auch 8 Stunden, 9 Stunden schon auf der Straße, oder locker schon 12 eigentlich. Dann war ich auch so, okay, ich kann jetzt auch nach Hause. Ich hätte wahrscheinlich noch weiter überlebt, aber ich war auch so, ich bin am Ende mit meinen Kräften, ich will nach Hause. Respekt an alle, die wirklich bis abends so 2 Uhr, 3 Uhr nachts durchziehen. Das ist so, das ist wie Malle-Shit, wo man schon um 12 Uhr morgen 9.30 Uhr wurde uns heute gesagt. Digga, du bist fast 24 Stunden unterwegs, fast geisteskrank. Das. Also wenn das abends 18, 19, 20 Uhr ist, ist man eigentlich, hat man einen Clubabend durch. Da ist man ja auch nur 7, 8 Stunden unterwegs. Ja. Deswegen, wir alle, jeder, der bis nachts dann noch im Club ist, Respekt. Es gibt ja so einen coolen Pegel, den man halten sollte. Kennst du diesen guten Pegel? Vielleicht bei dir ist es vielleicht noch 4 Drinks, bei dir noch 5 oder so, bei mir vielleicht ein bisschen mehr wegen Gewicht. Aber wenn du den erreicht hast, den zu halten, das ist eine Kunst. Ja. Da musst du eben einmal das Wasser trinken, da musst du dann wieder einen Shot trinken, dann so. Und der, wo das am längsten halten kann, ich glaube, das sind die, die am längsten durchziehen an Karneval. Ich glaube, ich bin so eine Person. Ja. Ja. Also ich war jetzt am Samstag war ich wieder im Flamingo und ich bin gegangen, weil die das Licht angemacht haben und dann war ich so, hallo? Digga. Also, und hier waren keine Drugs involviert oder so. Ich habe einfach gute Laune gehabt. Ja. Und cool. Also, ich bin eine Partymaus. Und ich wollte das nie sein. Ich dachte immer, ach komm, ja, so eine Bar. Ich gehe auch gerne in eine Bar, aber ich bin eine Partymaus. Ich auch, richtig cool. Ja, und also, ich weiß auch nicht. Ich mag das, ich mag mich da. Vor allem, ich gehe ja nur ins Flamingo. Shoutout ans Flamingo. Kriegen wir Tisch?
ich weiß nicht, darfst du das, kannst du die Story erzählen, du hast mir, wo du mich letztens angerufen hast, kannst du ohne Namen machen. Einfach wo so sind die Gläser das gekotzt Konzept, hat? Das Konzept davon, das ist witzig. Als, das war zu Gamescom-Zeiten, oder? Ja. Vor allem, das ist ja schon das zweite Mal, dass mir sowas passiert, ne? Das ist ja der Hammer. Das mit Gläserkotzen hast du ja in der allerersten Folge mal erzählt. Das ist es jetzt nicht, ne? Nee. Zu Gamescom-Zeiten, da war der, hat der liebe Julie sich in mein Wohnzimmer, aka ins Flamingo, verirrt. Und ich dachte gerade, da war ich nicht. Im Wohnzimmer. Okay. Digger. Stimmt, ihr wart noch nie bei mir, ne? Ihr kennt meine Katzen ja noch gar nicht. Noch nicht. Otis und Dexter. Ja. 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 Kennst du noch. Stehe ich vorm Club, war aber auch schon relativ spät, so 3 Uhr nachts oder so. Und dann kommt der Julie da an und hat so ein Girl an seiner Seite. Und ich so, ah! Also das Fazit davon ist, ich hatte einfach kurz mit ihr draußen gequatscht, so 10, 15 Minuten. War sie süß? Ja, safe. Aber sei ehrlich. Ja, nee, okay. ist eine hübsche. Ja, und dann jetzt wird's witzig. Pass auf. Ich, weil ich bin ja ein Supporter, ich dachte halt Wingman. Ja, ne? Ich war nett zu der. Ich hab der an diesem Abend, das ging so weit, ich hab der nicht nur mein Instagram gegeben, weil er hat die dann bei mir abgestellt. Ich hab mich halt den ganzen Abend nett für der unterhalten, weil ich dachte, ja, okay, wenn das eine Freundin von Julie ist, ist es auch eine Freundin von mir. Geil. Ich hab die 10 Minuten davor kennengelernt. So. Ja, ich dachte, die sind zusammen dahin gegangen. Ich hab der meine Handynummer gegeben. Und ich weiß nicht, wie das passiert. Ich hatte ja kurz danach Geburtstag. Die war dann bei meinem Geburtstag. Ich hab die mit zu 24 Tims Geburtstag genommen. Die Was? Ja, ich hab mich dann so 2-3 Mal sogar richtig mit der getroffen. War dann noch bei ihrem Geburtstag eingeladen. Und dann sitze ich so an diesem Tisch mit so 5 anderen Leuten. Und sie erzählt so, ja, ich habe heute auch nur meine Ängsten eingeladen. und Julie ist nicht da. Ich war so, hey, wo ist Julie? Aber dann dachte ich mir halt auch so in dem Moment so, hey, ja, okay, krass, weil so gut kennen wir uns ja jetzt nun wirklich nicht. Aber okay, hey, dann sind wir jetzt gute Freunde. Machen wir. Und dann Das war ein Glitch. Irgendwann, es dröseln so immer mehr und mehr Lügen auf und die hat halt erzählt, ihrem Dad gehört ein Weingut und die hat auch nur so Designer-Shit getragen und die hat auch an dem Geburtstag für alle Leute bezahlt und so, aber also sie war nie so, dass sie sich so irgendwas von uns erschlichen hat, sondern sie hatte immer so ihren Standard und jeder kannte sie auch über 3 Ecken. Okay. Und sie war halt wirklich so eine Persönlichkeit in Köln. Hat sie Reichweite? Nee. Okay. Nee, und deswegen dachte ich so, okay, ja, keine Ahnung, ist mir eigentlich scheißegal, was dein Dad macht. Ja, einfach. So, also ich kann meine Drinks auch selber bezahlen, da brauche ich niemanden für. Und, aber sie hatte halt immer so, dass sie es auch so von sich erzählen musste, wie viel Geld sie hat und so. Und dann sind immer mehr Lügen und Lügen aufgedröselt. Turns out, die Bitch war einfach komplett fake und hat das jetzt einfach in der dritten Stadt durchgezogen, dass sie sich so eine komplette Fake-Identität aufgebaut hat. Was? Sich so komplett vernetzt hat. Wir haben mit Leuten aus Frankfurt telefoniert. Wir haben mit Leuten aus Olpe telefoniert. Und die mit ihr zur Schule gegangen sind, bei denen sie angeblich gearbeitet hat und so. Das war alles fake. Das war alles fake. Einfach so ein Lügengerüst aufgebaut. Ja. Und das ist legit der Film Saltburn. Sie hat den Film Saltburn gelebt. Ja. Ohne dass sie umgebracht wurde. Man weiß es noch nicht. Sie lebt noch. Flo hat sie umgebracht. Auf jeden Fall, Flo hat Saltburn erlebt einfach. Und also. Krass. Das war so crazy. Aber was man ihr zugute hat, ja, sie hat uns die Hucke voll gelogen. Was ich krass finde, ich war 3-mal die Woche mit der feiern ab einem gewissen Punkt. Wenn ich besoffen bin, ich erzähl dir mein Leben. Ja. Wie hältst du das durch? Das ist ganz krass. Die gut gemacht. Ja, ich dann Julie angerufen. Ich so, Julie, was hast du mich hier für eine Irren vorgestellt? Alter. Sie hat mir einfach angerufen und sagt so, Julie, das und das und das und das und das ist passiert. Ich so, Flo, ich habe mit der 10 Minuten geredet. Warum? Und ich dachte halt, ja, der hat halt was mit der und hat die jetzt halt mitgebracht. Alles wegen Julie. Keine mehr. Ja, und das Schärfste ist ja, das ist mir jetzt zum 2. Mal passiert. Echt? Schon mal, genauso. Ja. Wie krass. Ich zieh diese Leute mal. Ich bin halt, glaube ich, auch einfach zu nett. Ja. Ja, ja. Und zu naiv. Lass dir bitte irgendwie Ausweis zeigen oder so. Geburtsurkunde und so ein Scheiß. Ja, also vor allem, es war halt an einem gewissen Punkt so unnötig, weil, also mein Freundeskreis, mein privater Freundeskreis, das sind ja nicht wirklich Influencer. Das sind ja alles Leute, die ich von der Uni kenne oder von früher. So, es ist jetzt nicht so, als ob ich nur mit Leuten chill, die halt jeden Abend 1000 Euro ausgeben. So. Safe nicht. Wir gehen auch in irgendwelche Studentenbars. Da musst du nicht irgendjemand sein. Es ging ja auch gar nicht darum, sondern einfach, dass alles erlogen war, so wo sie herkommt, was sie arbeitet, wer ihre Eltern sind, was sie so tut. Das ist einfach komisch, dass du über alles lügen musst, um so zu zeigen, ich bin so und so cool. Ja, aber es hat mir halt so das Herz gebrochen, weil glaubt sie halt, dass sie, also dass wir nur mit ihr reden, wenn sie aus dem und dem Familienstamm kommt oder sowas, aber weil
Es ist aber so irgendwie hat sie ja doch Geld gehabt, wenn sie immer so ausgegeben hat, wenn sie so Designer-Sachen getragen hat, irgendwie. Vielleicht irgendwie muss sie ja trotzdem... Ey, vielleicht war die Kreditkarte geklaut von irgendwo. Ja, das kann echt sein. Tinder-Schwindler-mäßig immer. Ja, ja. Na... Nee, das traue ich ihr nicht zu. Wollt sie mal was von sie dir haben? Sie hat sich komplett links und rechts angelogen und Flo sagt, nee, das traue ich ihr nicht zu. Und sie hat das dreimal gemacht schon. Eine Chance gibst du ihr noch, oder? Eine letzte Chance. Dicker Flo. Komm, wir laden die morgen ein. Ja, das ist ja auch das Schärfste, seitdem das aufgeflogen ist. Die hat sich in Köln nicht mehr blicken lassen. Die ist straight. Hier in die nächste Stadt. Ja. Wir treffen die nächste Woche in Berlin. Ja, die ist jetzt in Berlin. Egal. Scheiße. Nee. Krass. Nee, aber also ich weiß es nicht. Also ich habe, also ja... Wir hatten noch eine gemeinsame Freundin und die hatte die Sachen, die sie angeblich hatte, in echt. Und sie war halt schon, ja, mir ist das immer ein bisschen komisch vorgekommen, weil da waren immer so, die Sachen waren halt wahrscheinlich nicht echt. Mhm. Aber das juckt ja keinen. Aber wenn du ja von dir aus immer ansprechen musst, ja, mein Cartier-Ring und dies und das, und dann bist du halt so, halt doch mal das Maul, also ach, juckt gar nicht. Keine Ahnung, ganz, ganz Krise. Julie ist schuld. Wahnsinn. Okay. Was lernen wir daraus? Haltet euch von Julies Girls fern. Was mit Julie ist schuld? Folgentitel. Hattest du, wir sind jetzt von deinen Fragen abgekommen, hattest du noch welche gescreenshotet, die gut waren? Also jetzt nicht, dass die anderen schlecht waren. Ich glaube, ich hatte noch welche. Das hat sich jetzt gezogen. Oh, fand ich auch gut. Kann man euch nach Bildern fragen, wenn man euch sieht? Fragt die liebe Julia. Ist gut, dass sie das jetzt fragt, weil das dann in 2 Wochen durch ist. Also ach, immer ja, so. Ja, aber es geht ja um generell, weil ja, wir werden ja viele noch dieses Jahr sein. Sag du erstmal deine Meinung. Immer wieder sagen wir, natürlich kommt vorbei, sagt Bescheid, dass ihr ein Foto machen wollt. Immer viel cooler, als unangenehm von der Seite anzustarren und dann auf ihr Handy. Viele machen immer so, gucken auf ihr Handy, ist das der? Und dann fängt die an zu reden. Dann hören wir das oder wir merken das. Das merkt man irgendwann. Also kommt einfach vorbei, viel cooler. Sagt, hey, du bist der oder die, bist du das? Ja, genau. Oder ja, oder nein, bitte nicht. Passiert auch manchmal. Und dann machen wir natürlich ein Foto, gerne. Also aber lieber als dieses Undercover-Foto, weil das mag ich dann nicht. Nee, ich auch nicht. Alter, Flo. Sorry. Ja, nee, was ich nämlich dazu sagen wollte, war, ich liebe das nämlich, also ich liebe das, mit meinen Mädels zu quatschen oder mit den Jungs, die mich da anquatschen. Ich liebe die Leute, aber was ich an Karneval voll oft habe, ich gehe mittlerweile nicht mehr so gerne an Karneval auf die Straße, einfach weil Leute unter Alkoholeinfluss keine Hemmschwelle mehr haben. Das stimmt. Und also ich habe schon einige uncoole Erfahrungen gemacht, egal ob es jetzt auf dem Festival besoffen Leute waren oder an Karneval. Das, ich wurde zum Beispiel einfach so von hinten so im Schwitzkasten gepackt oder ich wurde weggetragen. Ei. Und dann werde ich einfach in so einen Kreis gestellt und dann so, guck mal, das ist Flo. Sowas. Und das ist halt uncool. Ja, genau. Also, ja, keine Ahnung. Also im Bildermachen, ey, quatscht mich an. Vor allem, wenn ich besoffen bin, ich quatsche da auch eine halbe. Ich habe auch voll oft das Problem, dass ich dann zu lange mit denen quatsche. Das ist für die dann irgendwann schon unangenehm. Ja, wenn Flo richtig besoffen ist, Leute, denkt dran, ihr könnt Flos beste Freundin werden. Ja. Über Nacht. Fake einfach euer ganzes Leben. Oh. Also speziell, wenn Flo betrunken ist, geht zu ihr und ihr könnt meine beste Freundin werden. Es ist halt wahr. Also bei mir ist es so, ich würde mir wünschen, wenn die Leute so ein bisschen die Situation einschätzen. Eigentlich all in all, ihr wisst, wie offen ich bin und egal wo, ihr könnt immer kommen und direkt ansprechen. So, das wissen auch die meisten mittlerweile und kommen auch direkt. Wissen, dass ich das Safe Ja sage, aber manchmal sind so, kommt so mal, wenn es dann wirklich irgendwie spät nachts ist oder ich bin mit irgendeinem Girl oder so, irgendwie so, man merkt das gerade so, das passt irgendwie nicht. Und dann kommt man da, ne, und keine Ahnung, ist dann so voll unangenehm und so. Manchmal gibt's halt so dumme Situationen oder was du auch meintest, diese Hemmschwelle. Ich krieg das noch ein bisschen mehr mit, weil ich halt eine sehr offene Persönlichkeit bin. Ich sag ja auch mal, komm, wer mich sieht, darf mich küssen und so. Ja, vielleicht ein bisschen eigene Schuld, aber ja, teilweise sind welche echt, also besonders auf Mallorca sind Leute gekommen und ich fasse mich überall an und sowas und vielleicht bin ich manchmal selber schuld, weil ich so, ne, offen Preis gebe und so, yo, jeder darf kommen, jeder darf mich küssen, aber ja, all in all ist es natürlich nicht cool, wenn irgendwer kommt und mir einfach so einen Arsch fasst oder kommt und irgendein Girl mich einfach so küsst. So, stell mal vor, ich würde zu einem Fremden gehen und einfach küssen, so, kannst ja nicht. So, die denken alle immer so, man ist Best Buddy, weil man so, ne, den Content guckt, aber ist ja nicht so. Aber wer mich morgen sieht, darf mich küssen. So. Mich nicht. Dich nicht. Nee. Hast du noch eine Frage oder soll ich mal hier übernehmen? Mach du. Also, ich habe die Leute gefragt, was deren verrückteste Sache ist, die denen an Karneval passiert ist. Und wir hören uns jetzt mal ein paar Memos an. Das bleibt natürlich anonym, weil ich habe gesagt, ihr könnt raushauen, damit es auch anonym. Zum Glück erkennt man Stimmen nicht, Leute. Gut gemacht. Kurze Storytime zu meinem witzigsten, verrücktesten Karneval. Ist mit meiner Freundin passiert. Sie wurde mit auf die Wache genommen, weil sie ja anscheinend irgendwelche Mädels geschlagen hat. Und das stimmt natürlich nicht. Ich war dabei. Und dann wurden die mit auf die Wache genommen. 5 Stunden lang wurden die da
ja, die waren da 5 Stunden lang bis 3 Uhr morgens und wir haben in dieser Zeit gesoffen und getanzt und weiß was ich was bei dieser After-Show-Party. Natürlich, in und der Polizeiwache. Und haben sie dann um 3 Uhr morgens abgeholt aus dieser Wache. Richtig dumm gewesen, aber richtig witzig, weil es richtig random kam. Seit wann haben Polizeiwachen After-Show-Partys? Nee, die waren währenddessen, die da auf der Wache waren, sind die einfach saufen gegangen. Ach so. Also, okay. Auch chillig, du sitzt da bei der Wache, guckst so Stories, wie deine Freunde alle am Feiern sind und du musst da warten. Das ist scheiße. Ja. Fand ich jetzt solide, aber nicht übel krass. 5 von 10, 5 von 10. Also Django, ich würde dir bzw. euch gerne erzählen, was ich so Verrücktes erlebt habe während der Karnevalszeit. Aber ich muss euch leider enttäuschen, ich wohne nicht mal in Köln und hatte noch nie die Gelegenheit, über Karneval nach Köln zu kommen, um Karneval zu feiern. Ja, schon traurig, ne? Was ist denn das jetzt? Also was soll's? Flo ist einfach angeekelt. Dicker, dein Gesicht. Ja, 0 von 10. Lass dir was Besseres einfallen. Ja. Denk dir doch mal eine Story aus. Stinksauer. Also, wenn doch jetzt wirklich eine Minute verschwendete Lebenszeit. Hi, Django. Das Verrückteste, was mir an Karneval passiert ist, dass mich mal ein Monster so auf die Karnevalbühne da rausgeholt hat. Ja. Liebe Grüße. Das war eine Schweizerin. Ja. Mal gehört. Soll ich euch mal das Peinlichste erzählen, was mir an Karneval passiert ist? Erzähl. Das ist mir letztes Jahr am 11.11. passiert. Also vor 3 Monaten oder so. Wir standen an, weil eine Freundin von mir musste unbedingt aufs Klo. Vor allem, wir waren halt voll assi, weil sie musste eigentlich schon seit 2 Stunden aufs Klo, aber wir waren die ganze Zeit so, nein, du musst noch bis 11.11 Uhr warten, weil dann singen alle und sowas. Ja, die Arme. Im Endeffekt war es wirklich Krise und ich hab den Leuten teilweise 50 Euro bei PayPal geboten, damit die beim Klo vorlässt. Toilette ist voll Problem bei Köln. Ja, ne? Vor allem für Mädels. Und dann, ey, wisst ihr, was ich für einen Ausreißer bekommen habe, weil dann irgendwelche Jungs sich vorgedrängelt haben. Vor allem, die haben, also... Ohne dir 50 Euro zu bieten. Ja. Also erstmal, Jungs haben ja überall diese Stehklo-Dinger. Ja. Und, ey, sorry, aber wir sind halt in einem Park, ja, piss halt an den Baum. Will jetzt ja auch, nee, ich will jetzt keinen aufrufen, aber piss halt an den Baum so. Ja. Und die pisst sich da gleich vor uns allen ein. Ja, ja. Und ich war richtig sauer. Auf jeden Fall, dann haben wir uns so mit den anderen Mädels so verbündet und waren halt so, okay, wir haben immer so Zeit gemacht, so, okay, du kriegst jetzt 30 Sekunden, dann kriegst du 20 Sekunden so. Und ich, dumm wie ich bin, ich so, ich schaff das in 15. Und dann bin ich aufs Klo gegangen, habe halt dieses Dixie nicht abgeschlossen und die Mädels haben halt von draußen runtergezählt. Junge. Ja, rat mal, wer nicht nach 15 Sekunden fertig war. Weil du kacken musstest. Nee, aber ich hing dann da. Mit Hose offen. Nee, einfach noch so komplett nackt. Ich hab halt das Dixie nicht abgeschlossen. Also reißen diese Mädels diese Tür auf und es war wirklich dieses und direkt wieder zu. Digga. Und alle kamen auch danach so, ey, keiner hat was gesehen, ne? Also wir standen, naja, keiner hat was gesehen. Es war so peinlich. Es war so peinlich, aber ja, dann war ich besoffen, dann war es mir auch egal. Aber so mit der Hose ohne erwischt zu werden, das kenn ich auch von so an so random Orten, nicht mal wenn auch alle richtig betrunken sind. Wenn Jungs pinkeln gehen beim Pissoir, dann machen die ihre Hose vorne ein bisschen runter. Nur der Penis kommt raus und dann pinkelst du. Aber es gibt Kandidaten auf Toiletten, die ziehen ihre gesamte Hose aus und die hängt dann einfach so bis zu den Knien runter. Warum? Und dein Arsch guckt hinten raus. Drake muss. Digga, das ist so komisch. Warum ziehst du deine Hose bis zu den Knien runter, um zu pinkeln? Das sieht auch so komisch aus. Besoffen, ne? Junge. Na, das ist scheiße. Aber ist das nicht sogar viel komplizierter, als einfach nur den Pipi-Mann rauszuholen? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist auch viel. Also, es ist anstrengend, weird und keiner macht das so. Du bist der Einzige, der das so macht. Und, das habe ich auch gemerkt, es gibt wirklich Timer-Toiletten in Köln oder generell auch in Berlin. Du gehst rein und da steht so Stadttoiletten. Kennst du diese Stadtbezirk-Toiletten? Ja, ja. Ich schwöre, die haben fucking Timer. Da steht so, sie haben diese Toilette für 5 Minuten. Und dann nach einer Minute steht, die Tür wird in einer Minute geöffnet. Und du bist noch so dran, du bist am Abwischen, was auch immer du machst. Die geht halt so öffentlich kacken? Also ich habe das einmal gemacht und nach der Erfahrung dann nicht mehr. Weil ich saß da und dann kommt dieser Timer an. Digga, das stresst, da hast du Druck. Das ist viel mehr Druck als in der Schule. Das war ehrenlos. Wie viel sind die Timer? 5 Minuten ist ja schon Minuten. Lang. Ist ja schon lang. Ja, aber du weißt es nicht, dann stehst du am Handy und auf einmal kommt ein Timer und dann sagt er, du hast noch 1 Minute Zeit, dann musst du raus. Und dann geht die Tür halt auf. Du kannst dann so halb aufstehen, auch mit Hose bis zu den Knien. Macht ja schon Sinn. Das machst du nur alles so auf Toilette. Ja, das stimmt. Trotzdem war es scheiße. Wortwörtlich.
Hat euch gebockt. Ich habe da letztens mit meinem Freund auch drüber geredet. Setzt ihr euch bei öffentlichen Toiletten hin? Ich mache den Klopapiertrick. Mhm. Weißt du, was ich meine, oder? Ja. Ja. Klopapier auf dem Rand. Ja. Hier? Ich schon. Was denn? Cancel Julie. Falsch auf Klo gehen. Junge, auf öffentlichen Toiletten bist du wahnsinnig? Ein Restaurant. Was ist öffentlich? Restaurants? Ja. Ja. Du? Nee. Ich denke da eher so an Bahnhoftoiletten und so, dieses, die so mitten. Da nicht. Nee, also da gehe ich auch gar nicht erst drauf. Nee, Deutsche Bahn habe ich Angst vor. Da berühre ich gar nichts. Da mache ich alles mit Ellbogen. Mache ich die Tür, mach ich die Tür und das Wasser mit Ellbogen mache ich da. Da fasse ich nichts an. Ja. Wie machst du? Ja, darüber habe ich nämlich mit meinem Freund geredet, weil mein Freund wusste das nicht, dass man sich dann, also dass Mädels sich da generell nicht draufsetzen. Wie macht ihr das dann? Ja, wir halt mal kurz Feuerblitz. Wir machen das so. Hand hinten und dann auf Zehenspitzen und so. Und da geht nichts daneben? Im besten Fall nicht. Und wenn nicht, dann entspricht das den Deutsche Bahn-Vorschriften, dass da was daneben geht. Willst du ihn behalten? Juck kein Schwein. Ja, und dann habe ich meinem Freund eingeredet, dass ich immer so aufs Klo gehe, auch zu Hause. Wie wischst du deinen Arsch ab? Im Sitzen oder im Stehen? So halb stehen. Warum? Du auch? Die Quote ist viel zu hoch. Ich glaube, jetzt bin ich rot geworden. Nee, ich auch. Er nicht. Ja. Er sitzt da, er geht da irgendwie unten in die Toilette rein, warum, mit seiner Hand. Warum steht. Nein, hintenrum, warum vorne rum? Hintenrum auch die, komisch. Stell dir mal vor, du hast eine fette Kackwurst. Nein, und dann kommst du musst nur nach vorne. Du gehst längst nach vorne. Ja, aber du gehst in die Toilette mit deiner Hand. Nein. Doch. Ich berühre da drin nichts. Ja, trotzdem weird. Kann mal passieren, dass man berührt. Was? Steh doch einfach auf. Wenn du aufstehst, machst du denn zwischen den Beinen durch oder hintenrum? Nee, das geht doch gar nicht. Was jetzt? So? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ihr da vorhabt mit Stehen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kenne das ganze Konzept nicht. So und dann einfach abwischen im Stehen. Ja, ich mach das selber halt im Sitzen, viel bequemer. Habt ihr feuchtes Klopapier zu Hause? Ja. Ich mache ja nach jedem Kacken, wasche ich meinen Arsch in der Dusche oder so mit so einem Strahl. Das mache ich immer. Mache ich auch im Urlaub immer. Weil, kennt ihr das in Hotels, wenn es dann diese BDs gibt? Ja. Voll geil. Ich würde mir sogar glauben, wenn ich ein Haus bauen würde oder eine Wohnung, würde ich mir ein BD einbauen. Ja, ich auch. Wir haben das bei meinen Eltern in NRW, haben wir ein BD. Changer. Und einen Pool. Ja, ein Whirlpool. Ja. Für die Katzen. Meine Katzen lieben Wasser. Echt? Ja, ich habe auch für dieses Jahr geplant, die kriegen so einen kleinen Swimmingpool für den Balkon. Flo gibt mehr Geld für ihre Katzen als für sich selber. Ja, mit Sicherheit. Ja, so, Flo, hast du nicht so richtig viele Katzenbäume und Betten und alles? Und das Einzige, was sie benutzen, sind Shein-Pakete, die Flo bestellt oder so alte. Ich bestelle nicht bei Shein. Oder halt, was auch immer du bestellst, hast du da Kartons rumliegen und die benutzen die dann, zerfetzen, die legen sich rein. Tatsächlich nicht, außer das waren so Fressnapfkartons, wo mal Futter drin war, weil dann gehen die halt da rein und riechen halt. Aber ansonsten, die haben eine 400-Euro Kletterwand. Boah. Weil ich meine sozialen 5 Minuten hatte und so ukrainische Handarbeitsleute unterstützen wollte und habe bei Etsy für 400 € diese Kletterwand gekauft. Und die lieben sie tatsächlich. Also die hat sich wirklich gelohnt. Aber wenigstens das. Ja. Nee, aber ansonsten, also meine Katzen chillen auch konsequent nur in den Waschbecken. Und wenn du dann das Wasser anmachst, weil wenn du aufs Klo warst, so, und dann liegt da die Katze am Waschbecken, denkst du dir, kann ich ja meine Hände nicht waschen? Juckt die nicht. Ich finde die voll geil, wenn das Wasser dann angeht. Und was die Wichser auch machen, wenn du duschen gehst, dann ziehen die einfach, also die haben jetzt gelernt, dass sie den Vorhang auf und zu machen können. Digga, was? Ja, und jetzt rennen die immer mit dem Vorhang weg und dann stehst du da so und bist so, hast so einen komischen Moment mit deiner Katze. Wenn du dann da so nackt vor deiner Katze stehst. Okay, wenn du auf Klo gehst, kommen die Katzen auch mit und gucken dich an und sitzen auf seinen Füßen und so. Die sitzen auch hinten zwischen mir und Klodeckel während teilweise. Während du auf Toilette bist. Ja. Digga, was? Die kackst du auf deine Katze? Die wischen ihren Arsch ab. Das ist schon krass. Ja. Ja, aber weil wir nicht blöd sind, haben wir ein paar Allgemeinwissen-Fragen. Oh nein. Ich habe ein paar Allgemeinwissen-Fragen. Wie gut bist du in Allgemeinwissen? Wurde tatsächlich noch nie getestet, außer beim IQ-Test, glaube ich. Was hast du für einen Abschluss? Also was hast du für einen IQ? Das will ich nicht sagen. Sehr gut, glaube ich dann, oder? Ja. Also du bist nicht blöd, ich musste das damals in der Klapse machen. Und weil ich glaube, ich habe bei einer Studie oder sowas teilgenommen, dass intelligente Menschen anfälliger für Depressionen und so sind. Und dann musste meine Mutter in die Klapse kommen und dann haben die zu meiner Mom gesagt, ich soll auf so eine hochbegabten Schule, keine Ahnung, wie die bei mir darauf gekommen sind. Bei mir auch. da hat sich jemand verrechnet, das kann nicht richtig sein. Wir werden es jetzt mal herausfinden. Ja. Ich habe Fragen für dich, aber auch für Julie. Aber ich habe natürlich auch Fragen genommen, die ein bisschen natürlich auf deine Interessen abzielen. Ich bin echt blöd. Taylor Swift? Naja, fast, I guess, ne? Für Florentine, welche Modemetropole wird oft als die Geburtsstätte der Paris. Ho-
Ist richtig. Hä, was ist das denn? Doch hochbegabt. Fangen wir erstmal natürlich an. Julie, welches Land hat die größte Anzahl unterschiedlicher Zeitzonen? Das Lustige ist, da sind teilweise Fragen dabei, die wir schon mal hatten, aber ich wusste, logisch gedacht, Russland sein. Das ist falsch. Kanada? USA. Kanada, falsch. Kanada. Guck mal, wenn du falsch hast, dann ist erstmal Florentine dran. Ich hätte jetzt gesagt, nein. Die USA. Die USA ist auch falsch. Es ist sowas wie aber die USA Island oder so, nee, Grönland, weil dann die sind ja dann so mittendrin, dann haben die eigentlich alle 24. Stimmt. Grönland? Ist auch falsch. Frankreich, durch seine Überseegebiete erstrecken sich die französischen Zeitzonen von minus 10 bis plus 12, was Frankreich zu einem Land mit meisten Zeitzonen macht. Ja, 1-0 für Florentine. Wir machen weiter. Ich finde, ich habe einen Ehrepunkt verdient. Für Florentine, in welchem Jahrzehnt wurde der Minirock populär und wer wird allgemein als dessen Erfinder angesehen? Ich sag's 60er Jahre. Das ist schon mal richtig. Britney Spears. Das reicht mir auf jeden Fall auch schon mal, 1960er Jahre. Und wer hat's populär gemacht? Marilyn Monroe? Nee. Mary Quant. Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Na, okay. Ey, aber M war schon mal gut. Ja. Julie, wie lautet der wissenschaftliche Name für den gemeinen Hausstaub? Milben. Falsch. Kannst du die Frage nochmal stellen? Wie lautet der wissenschaftliche Name für den gemeinen Hausstaub? Der wissenschaftliche Name für Hausstaub? Keine Ahnung. Dermatophagoides. Junge. Ja, kann man drauf kommen. Ja, du warst auf der Privatschule. Florentine, welches Luxusmodehaus wurde von einem deutschen Designer geleitet, der für seine Arbeit bei Chanel berühmt wurde? Karl Lagerfeld Fendi. Das ist richtig. Karl Lagerfeld ist auch noch gewusst. Für Julie, was ist der seltenste natürlich vorkommende Element auf der Erde? Kurze Erklärung, das ist ein radioaktives chemisches Element mit dem Symbol AT und der Ordnungszahl 85. Es ist eines der seltensten Elemente auf der Erde, da es in natürlichen Uranerzen nur in winzigen Mengen vorkommt. AT. Also AT. Also es ist schon echt ein guter Tipp. Ich weiß nicht, was AT stehen soll. Uran. Richtig! Nee, ist falsch. Echt jetzt? Ja, ja. Boah, ich habe mich gerade so schlau gefühlt. Oh, gut, Niku. Es ist Astat, aber egal. Nee. Für Florentine, was bezeichnet der Begriff Prä-a-porter? Prä was? Prä-a-porter. Genau das meinte ich. Oh, scheiße, das weiß ich. Ready to wear? Nee, ne? Zum Anziehen. Das ist richtig. Echt jetzt? Bezeichnet Konfektionskleidung, bezeichnet sich die im Gegensatz zu maßgeschneiderten heute industriell vorgefertigte, sofort tragbare Mode. Hast du ready to wear, hast du gesagt? Ja. Richtig, die dominiert dich. Macht sie. Die hat echt einen hohen IQ. Stimmt. Julie, welcher See ist als der tiefste See der Welt bekannt? Kurze Erklärung, der See ist in Sibirien mit einer maximalen Tiefe von 1642 Metern der tiefste See der Welt und enthält rund 20% der flüssigen Süßwassers der Erde. Oh. 20%. In Sibirien, ich kenne keinen See in Sibirien. Den See kennt man aber. Du kennst den See in Russland? Nee, den kennt man nicht. Nee, dann kenne ich den nicht. Das Schwarze Meer. Der Schwarze Meer. Chilliger See. Da weiß nichts. Der Baikalsee. Baikalsee. Sehr schlecht von Julie, muss man einfach mal kurz festhalten. Ja, okay, aber deine Fragen sind auch viel schwerer. Meine sind gottlos. Nee, das ist alles. Für Florentine, welches Accessoire wurde berühmt durch Audrey Hepburns Auftritt in Frühstück bei Tiffany? Entweder die Perlenkette. Ja, ich bleib bei der Perlenkette. Das ist richtig. Fick mein Leben. Das ist so krass. Ja, aber ich wusste, das war, sowas weißt du, sowas alles mit Fashion zu tun hat. Krass. Für Julie, komm, vielleicht jetzt nochmal retten. Was ist das einzige Land, das in allen vier Hemisphären der Erde liegt? Allen vier Hemisphären? Warum vier? Wir haben. Gibt es nicht fünf? Hemisphären ist doch Nord- und Südhalbkugel. Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach leise. Ich meine jetzt wieder Frankreich, wenn das wieder so zählt. Also, es ist ein Insel. Frankreich. Es ist ein Inselstaat im Pazifischen Ozean. Er streckt sich über die äquatoriale Linie sowie den 180. Längengrad, was ihn zum einzigen Land macht, das in der nördlichen, südlichen, östlichen und westlichen Hemisphäre liegt. Was also so, weißt du, genau in der Mitte vom Äquator, von beiden Seiten und dann ist es. Hast verstanden? Das liegt auf dem Äquator, das muss es irgendwo im Pazifik sein. Du warst schon in 50 Ländern. Ja. Echt? Ja. You're rich, rich. Das war 7-mal in Australien oder so. Ich glaube, weil ich krass, meinte, ne? Ja. Das ist echt. Samoa ist das erste Land, was die Zeit, also die erste Land, die Neujahr feiert. Darum denke ich mal, es würde die sein.
Ist falsch. Kiribati. Hätte man wissen können auf jeden Fall. Das war Asi. Ich habe richtig Hunger. Und deswegen die Frage. Ob ich gewonnen habe? Ja. Ja, hast du definitiv. Haus hoch sogar zu null. Ob du noch eine Message hast? Ich möchte eine Karnevals-Message rausgeben, auch wenn, auch wenn Karneval ja schon vorbei ist, wenn die Folge hier rauskommt. Aber dann für den 11.11. Yes. Passt auf euch und auf eure Mitmenschen auf. Trinkt nicht zu viel. Kennt euer Limit. Esst genug, trinkt inzwischen Wasser. Wenn ihr Leute seht, die Hilfe brauchen, dann helft ihr denen. Wir sind hier alle eine große Familie in Köln oder wo ihr auch immer ihr gerade Karneval feiert. Ich habe euch alle ganz sehr lieb und ich wünsche euch ein wundervolles und friedliches Karneval. Stark. Dann lasst 5 Sterne da, folgt Flo auf Instagram, Django und mir und lasst ein Like da auf YouTube. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Dankeschön. Ciao.